Moritz. Ich bin Sonja. Ich bin Svea. Ich bin Antonia. Ich bin Amelie. Ich bin Sophie. Ich bin Emilia. Ich bin Jula. Ich bin Simon. Ich bin Magnus. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Film 150 Jahre Paulskirche. Wir haben vieles für Sie vorbereitet und wir hoffen, es wird Ihnen gefallen. Viel Spaß beim Zuschauen. Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich habe gerade ein Video bekommen. Echt? Wirklich? Ja. Bisher unveröffentlichtes, geheimes Videomaterial von der Eröffnung der Paulskirche. Oha, wie krass. Boah. Check it out. Out. Och, wo bleiben die denn schon wieder? Wir haben uns um 10 Uhr verabredet und keiner kommt. Bis auf wir. Mann, wo warst du denn schon wieder? Ich wohne ohne Plumpsklo. Und was ist deine Ausrede? Ich habe voll verschlafen, ich weiß auch nicht. Ich glaube, mein Wecker hat nicht geklingelt. Oh, sorry, ich habe den Weg nicht gefunden. Sind wir jetzt vollzählig? Na, rate mal, wer fehlt. Der Matthias schon wieder. Ich glaube, ich schreibe ihm eine WhatsApp. Das ist wirklich eine gute Idee. Ah, er kommt in 2 Minuten. Und wie siehst du jetzt wieder aus? Hä? Ich dachte, wir wären gefüllt. Nein, Spaß! Okay, ich gehe nochmal ums. Nee, dafür haben wir jetzt auch keine Zeit mehr. Schon wieder los. Ja, ich muss mal. Nein, das hättest du vorhin auch schon erledigen können. Wir müssen jetzt weiter. Okay. Mann!
hier los? Sind wir zu früh? Was ist denn passiert? Simon, was ist denn los? Ah, guck mal hier. Hier ist eine Infotafel. Große Eröffnung der Paulskirchengemeinde. 29. Juni 1869. Aber das ist doch morgen. Sag mal, hast du ein Datum für euch? Du Schottelwurm. Ja, okay. Wir treffen uns morgen 10 Uhr am Dom. Dein Ernst? Ja, hallo? Dafür muss ich mich jetzt beeilen? Dein Ernst? Ey, ich glaube, ich... Da hätte ich ja doch schon weiter schlafen können. Ey, was malst du denn da? Ich mal nicht, ich zeichne. Okay, was zeichnest du denn da? Ich zeichne eine Kirche, aber das soll eine ganz besondere werden und ich habe einfach keine Ideen mehr. Na, wenn du keine Ideen hast, dann schau dir doch diesen Clip an. Vielleicht werden deine Ideen dann aufgefrischt. Das ist innovativ. Die Paulskirche ist ja eine sehr junge Kirche, feiert also in diesem Jahr ihr 150. Jubiläum. Die Kirchen, an denen ich früher tätig war, waren über 800 Jahre alt. Da haben die Jahrhunderte auf einen heruntergeschaut. In den Anfängen habe ich überlegt, was will ich mit dieser jungen Kirche? Wer in die Paulskirche reinkommt, denkt, das ist erstmal ein ziemlich finsteres Gebäude. Man braucht auch ein bisschen Licht hier drinnen. Aber das war das Lebensgefühl der Zeit, in der diese Kirche gebaut worden ist. Das war ein bisschen mystisch. Der ganze Altarraum war ins Halbdunkel getaucht. Und wenn man zu dem Haupteingang reingekommen ist, dann öffnete sich erstmal dieser Kirchenraum, der Licht ist mit dem schönen großen Gewölbe und den Malereien an diesem Gewölbe. Und dann, wie gesagt, der Altarraum mit dem Kreuz und dem Altar in ein mystisch, etwas dämmeriges Halblicht getaucht. Das war das Lebensgefühl der Menschen damals. Die dachten, mit der Erde geht das sowieso nicht mehr lange. Und dementsprechend haben sie dann so ihre Kirche auch in der Erwartung gebaut, dass es irgendwann vielleicht einen Neuanfang gibt. In der Bibel steht ja das Gleichnis oder die Geschichte von dem himmlischen Jerusalem, von der neuen Stadt, die einmal gebaut werden sollte. Die Paulskirche mit ihren vielen Türmen und Zinnen ist also dieser Empfindung nachgebaut. Man wollte über dem Pfaffenteich von Schwerin so etwas bauen wie das himmlische Jerusalem. Man hatte da Vorbilder aus Frankreich. Vom Gebäude her ist die Paulskirche orientiert an der Gotik, aber es ist keine gotische Kirche, sondern eine neugotische, eine neogotische Kirche. Und wenn man zum Dom guckt, findet man viele Formen, also die Spitzbogenfenster zum Beispiel, die im Dom in einer gotischen Kirche sind, dann auch hier in der Paulskirche wieder nachgebaut, Neogotik. Spannend ist, dass das ganze Gewölbe, das diese Paulskirche überspannt, eigentlich nochmal in den Erdboden gebaut ist. Also so hoch wie diese Kirche geht, so tief ist sie auch gegründet. Das hatte seine besondere Ursache. Die Eisenbahn damals, die war noch nicht da, die hier ganz in der Nähe der Paulskirche vorbeifährt, aber man wusste schon, dass sie kommt. Und durch die Erschütterungen, die die Züge auslösen, wusste man auch, wir müssen die Paulskirche tiefer gründen als das Gleisbett der Eisenbahn. Deswegen das ganze Gewölbe der Paulskirche ist nochmal in die Erde gebaut, damit sie fest steht. Und sie steht hier nun auch schon 150 Jahre. Interessant an dieser Kirche sind die Fenster. Die waren, als ich hier Pastor gewesen bin, sehr zerstört. Und ich bin heilfroh und auch ein bisschen stolz, dass es in den Jahren nach 1990 gelungen ist, all diese schönen Glasmalfenster aus dem 19. Jahrhundert zu retten. Die sind alle ausgebaut worden, gereinigt worden. Fehlscheiben sind ergänzt worden, nachgezeichnet worden. Und momentan ist es so, dass es sich um eine Doppelverglasung handelt. Innen sind die Originalglasscheiben aufgehängt und draußen davor ist eine schusssichere Sicherheitsverglasung. Zivildienstleistende dabei, die also die Schutzgitter
dann über Wochen und Monate gestrichen und hergestellt haben, damit wir auch diese Fenster hier schützen können. So viel vielleicht ein paar Impressionen zur Paulskirche. Wichtig ist noch die Orgel. Auch aus der Zeit eine Frieseorgel, gehört zu den größten Orgeln dieses Orgelbaus oder ist überhaupt seine größte Orgel, die auch in den 90er Jahren restauriert worden ist und ist ein romantischer Tonklang, der zum Stil dieser Kirche passt. Sag mal Leute, was wisst ihr eigentlich über die Paulskirche? Sie steht in Schwerin. Sie ist groß und hat ein Dach und Türme. Bruder, kein Plan. Ja, dann ist ja gut, dass wir ein paar Leute aus der Stadt dazu gefragt haben. Check it out. Hallo, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, ungern, wir wollen gerade essen. Und wenn ich nichts gegessen habe, dann werde ich knatschig. Oh. Ja, und wer seid ihr denn? Ich bin Simon. Hallo, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Hallo, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Hallo, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Hallo, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Hallo, 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 hallo. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wo diese Orgel steht. Wissen Sie das? Stimmt, im Schweriner Dom. Oh, da fragst du mich was. In einer Kirche. Schäfkirche? Können Sie raten? Schweriner Dom. Wissen Sie, wo diese Orgel steht? Hier in der Paulskirche. Ja. Und wissen Sie, wie alt die Paulskirche in diesem Jahr wird? Ja, also selbstverständlich. Wer weiß das nicht? Schätzen Sie mal. 800 Jahre. Und wissen Sie dann auch, wie alt die Paulskirche wird? Ach du grüne Neune, nee. Raten können Sie auch. Oh nee, dann nee. Ich bin so, wenn sowas bin ich schlecht. Und wie alt wird die Paulskirche dieses Jahr? 150. Vielleicht wissen Sie ja, wie lange die Bauzeit also dauerte. Also auf jeden Fall. 37 Jahre. 3 Jahre. 100 Jahre? Keine Ahnung. Wissen Sie denn, woher die Paulskirche ihren Namen hat? Na, die Paulstadt heißt ja Paulstadt. Also der Bereich der Stadt heißt ja Paulstadt. Und da hat sie bestimmt auch ihren Namen her, oder? Weil sie in der Paulstadt steht? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das ist eine gute Frage. Na, von Johannes Paul. Von der Paulstadt. Nee, von Paulus. Ja, genau, von Paulus, dem Apostel. Und wissen Sie, warum die Paulskirche überhaupt gebaut wurde? Keine Ahnung. Ja, weil man noch so viele Steine übrig hatte und dann hat man gedacht, wir bauen was Schönes. Fast? Nee, das weiß ich auch gar nicht. Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Für die Christen. Damit sie beten können. Kennen Sie diese Orgel und wissen Sie, wo sie steht? Wissen Sie, wie alt die Paulskirche dieses Jahr wird? Und wie lange dauerte die Bauzeit? Na komm, woher hat die Paulskirche ihren Namen? Das kann man wissen. Er redet nicht mit mir. Die Leute geben ja nur falsche Antworten. Naja, also ich rufe mal Moritz an. Mal gucken, ob der was weiß. Ja, hallo? Herr Moritz, sag mal, kannst du mir ein paar Fragen beantworten? Die Leute hier, die können mir echt nicht helfen. Ja, kann ich machen. Okay, die erste ist, wo in Schwerin findet man diese Orgel? Also es gibt ja nur eine schöne Orgel. Das ist die in der Paulskirche. Okay. Und wie alt wird die Paulskirche in diesem Jahr? Das weiß doch jedes Kind. Die wird 150 Jahre alt. Okay, krass, dass du alles weißt. Woher hat die Paulskirche ihren Namen? Die Kirche hat den Namen vom Apostel Paulus. Ey, komisch. Die Leute wussten gar nichts. Warum wurde die Paulskirche denn überhaupt gebaut? Was für einfache Fragen stellst du denn? Das ist doch klar. Der Großherzog Paul Friedrich ist nach Schwerin gezogen und dann haben die Kirchenplätze nicht mehr ausgereicht. Krass, du wusstest ja echt alles. Okay, wir sehen uns nächste Woche, ne? Mach's gut, ciao. Thank you.
Was noch? Also ich glaube, Sie können essen gehen. Vielen Dank. Mahlzeit. So, meine Damen und Herren, kommen wir zu den neuesten Themen. Stopp. Wieso denn stopp? Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie das? Sie sitzen im Gottesdienst und wollen mitsingen? Sie wollen der Predigt des Pastors lauschen? Und Ihr Kind hört nicht auf zu quengeln? Dann brauchen Sie Kindergottesdienst und der Sonntag gehört wieder Ihnen. Kindergottesdienst und der Sonntag gehört wieder Ihnen. Was machst du denn hier? Ja, Simon hat mich gerade angerufen und hatte so ein paar komische Fragen. Aber ich bin gerade auf dem Weg zur Kirche. Wollt ihr mitkommen? Zur Kirche? Ja klar, zur Kirche. Was denkt ihr denn? Aber es ist doch nicht Sonntag. Ja, die Kirche, da wo ich hingehe, die hat Dienstag und Donnerstag auf. Na, die Kirche möchte ich gern sehen. Ja, das kann ich euch zeigen. Kommt mit. Paulskirchenkeller. Natürlich, der ist in der Kirche. Ein Jugendtreff in der Kirche. Da muss doch hier sein. Ja klar, aber der hat doch Dienstag und Donnerstags von 16 bis 22 Uhr auf. Mhm. Ach so. Was macht der da? Ich mach, bin hier sozusagen für die Jugendlichen, die herkommen, Ansprechpartner, genau, und für sie da, wenn sie das und stehen zur Seite bei den Sachen, die Sie hier gerne umsetzen wollen. For thousands of years, the only way to hear music was in the flesh. Also besonders ist, glaube ich, also es macht, glaube ich, was aus, dass es ihn schon so lange gibt, einfach, dass er so eine Geschichte hat und immer wieder Leute auch herkommen, die früher mal hier waren und sagen, oh ja, toll, das gibt's immer noch und oh, ist noch wie früher und so. Also ich glaube, das macht einerseits den Paul aus, andererseits macht den Paul aus, dass der Paul einfach wie ein Selbstläufer ist. Also er lebt halt von den Jugendlichen, die herkommen und die merken das auch sozusagen. Also genau, hier wird halt nichts vorgegeben und ja, man kann hier einfach sein, wie man ist und ja, jeder ist
letztendlich willkommen? Paul ist für mich Gemeinschaft. Ich treffe hier meine Freunde zweimal die Woche. Wir kochen zusammen, wir spielen Brettspiele zusammen, reden einfach. Man verbringt hier eine schöne Zeit, kann sich mit einbringen, kann das so gestalten, wie man möchte und sich einfach ausleben. Paul ist für mich Ausgleich aus dem Privatleben. Man hat Stress, kommt hierher, man hat hier Lebensmittel zur Verfügung, verkocht sie und dadurch ist der Stress schon wieder weg. Ach, was habe ich die Eintopfküchen geliebt. Was hat sich Spaß gemacht? Mit wie vielen Menschen habe ich mich an der Eintopfküche unterhalten? Paul hat die Eintopfküche gemacht. Durch Paul habe ich so viele Menschen kennengelernt. Auch Leute, die nicht in Paul waren, sondern Leute, die durch die Paul angezogen worden sind. Und das hat dem Paul für mich einen besonderen Kick gegeben. Der Paul ist für mich ein Ort, um mich Menschen zu treffen, um zusammen zu kochen und Spiele zu spielen und Spaß zu haben. Der Paul ist für mich ein Gemeinschaftsort zum Spielen, Kochen, Basteln und Spaß haben. 2015, genau, haben sich die Jugendlichen überlegt, wir wollen auch irgendwas machen, als so viele Flüchtlinge nach Schwerin kamen. So. Und genau, da haben wir dann so gefragt, ja, was wollt ihr machen? So, da waren so Ideen, Kleider spenden und so. Und war so, ja, das gibt's aber alles schon eigentlich. Und dann ist so die Idee entstanden, ja, wir laden die Leute ein und das hier einfach zu uns mit ein, in unseren Paule und lass sie teilhaben sozusagen. Genau, und das war großartig zu sehen, wie gut das angenommen wurde und wie krass das funktioniert war. Da waren hier zum Teil 150 Leute pro Öffnungszeit so. Und ja, ein paar sind halt auch geblieben und kommen immer mal wieder von den ganzen Menschen, die da damals hergekommen sind und das hier sozusagen als ihren ersten Anlaufpunkt genutzt haben. Und ich glaube, das war einfach cool auch für die Jugendlichen und von den Jugendlichen, also eine coole Aktion. That's what I want. Sag mal, warum sitzt ihr auf den Stufen vom Pfarrhaus? Wir wollten etwas über die Pfarre erfahren. Wir dachten, wir spüren hier die göttliche Atmosphäre. Aber wir haben doch Interviews mit den Pfarrern gedreht. Echt? Wirklich? Ja. Zieht es euch rein. Hallo, mein Name ist Simon und ich sitze hier mit Herrn Manzai. Hallo? Er war der Pastor von 2004 bis 2014. Und er hat mich auch getauft. Hallo, mein Name ist Amelie und ich mache heute ein Interview mit dem lieben Herrn Skriber. Er ist ein ehemaliger Pastor der Paulsgemeinde und arbeitete dort von 1986 bis 1999. Gerhard, dir wurde das Pfarramt an der St. Paulskirche in Schwerin am 1. September 1971 übertragen. Was war dein erster Eindruck von der Kirche und der Kirchgemeinde? Mein erster Eindruck war, als ich in die Kirche reinkam, dass es sehr dunkel ist. Da, wenn man dann also reinkommt, ist am Anfang ja eine Empore und erst noch eine große Empore davor gebaut für die Orgel und für den Chor. Und das hat mich dann eigentlich sehr gestört. Was hat Sie dazu bewogen, Pfarrer zu werden? Ich selber habe als Jugendlicher erlebt, dass die Botschaft der Bibel mich sehr anspricht. Früher war es so, dass ich in Mathe gut war in der Schule und mein Mathelehrer hat gesagt, du musst unbedingt Mathematik studieren. Er konnte es überhaupt nicht begreifen, dass ich dann Theologie studiert habe und hat mich gefragt, wie kannst du an so etwas glauben wie an Gott und an die Engel? Das war damals von vornherein schon so, dass es also gar nicht beliebt war, Pastor zu werden. Das durfte man eigentlich gar nicht werden und die Kirche war eigentlich eher nicht so sehr erwünscht. Und dass da ein Menschenbild gezeichnet wird, das nicht nur positiv ist, sondern den Menschen so in seiner Spannung zeigt. Ich sage immer gern, ich empfinde mein Menschsein so als Konglomerat, also aus verschiedenen Bausteinen zusammengesetzt, ganz spannungsvoll. Und solch ein Menschenbild habe ich da beschrieben gefunden in der Bibel. Und dass Gott in Jesus Christus Ja zu solchen Menschen sagt und damit auch zu mir sagt. Das hat mich tief beeindruckt. Und ich wollte anderen Menschen auch davon erzählen. In Wismar sollte eigentlich eine FDJ-Arbeit aufgearbeitet werden. Das funktionierte nicht, da wollte keiner hingehen. Die wollten
zur Kirche gehen. Und da passierte das dann, dass dann eines Tages, als wir zum Jugendkreis kamen, das hieß, der Pastor ist gar nicht mehr da, der ist abgeholt. Da sind zwei Männer gekommen und ihn haben ihn geholt und sind nach und haben ihn irgendwo weggebracht. Keiner wusste wohin und haben versucht, ihm irgendwas anzuhängen. Aber als ich so in der 11. Klasse gewesen bin, habe ich festgestellt, dass das Leben nicht in einer Formel aufgeht. Und dann fand ich Theologie interessant und bin Pastor geworden. Da habe ich gedacht, es ist ja auch, bin ich dann auch bereit, wirklich für den Glauben auch zu sterben, wenn das sein muss? Oder bin ich auch bereit, nachher als Zwangsarbeiter in der Sowjetunion zu sein und da irgendwie unter der Erde arbeiten müssen? Jedenfalls dadurch bin ich dann eben zu diesem Beruf gekommen. Und als ich dann 1951 Abitur gemacht habe, war für mich selbstverständlich die Frage, dass die Arbeit mit der Jugend weitergehen muss. Und gerade mit Jugendkreisen oder so. Und dadurch habe ich dann gesagt, ich werde es doch. Ich habe dann damals es aber erlebt, dass die von der Schule dann bei den Prüfungen gesagt haben, ob ich nicht was, ich könnte alles studieren, was ich wollte. Ich habe nämlich das Abitur von der ganzen Schule gemacht. Ja. Und haben sie gesagt, ja, ich kann mir das aussuchen, was ich will, aber nicht, ich will Pastor werden. Wie gestaltete sich das Gemeindeleben, als Sie Ihren Fahrdienst antraten? Die Paulsgemeinde war eigentlich immer eine lebendige Gemeinde mit ganz vielen einzelnen Gruppen. Es gab hier einen tollen Posaunenchor, es gab einen Kirchenchor, es gab junge Gemeinden, es gab die Arbeit im Paulskirchenkellern. Ja, es war ein buntes Gemeindeleben, wobei es auch viele Spannungen gab, die ich so wahrgenommen habe, zwischen Kirchgemeinderat und den Mitarbeitern. Und die Kirchgemeinde war auch ziemlich verschuldet. Also wir hatten Gebäude, die wir gar nicht mehr brauchten. Und es begann so ein Prozess dann zu entscheiden, welche Gebäude werden wir verkaufen, unter anderem das Gemeindehaus in der Bäckerstraße. Das Gemeindeleben ist ja immer auch abhängig von den Menschen, die da sind. Und das Entscheidende ist ja, wenn du als Pastor da bist, dass du auch mit den Menschen, dass das alles gut geht. Und für mich war das auch wichtig, dass wir vor allen Dingen mit den Kollegen, die da waren, dass wir, wenn wir auch sehr verschieden waren, dass wir alles recht haben. Das waren so schwierige Prozesse, die dann so begonnen haben. Und das hat dann auch viel Kraft gekostet für Kirchgemeinderat und auch für mich als Leiter dieser Gemeinde, um solche Entscheidungen dann voranzutreiben und zu fällen. Und es gab die Arbeit mit Kindern, also es gab ganz viele Gruppen. Und am Sonntag war Gottesdienst. Da haben wir darauf hingearbeitet, dass die Gruppen sich hier im Gottesdienst versammeln. Das war am Anfang ein bisschen mühselig, aber es waren Gottesdienste mit steigender Teilnehmerzahl. Gibt es eine besondere Situation aus Ihrem Dienst, an den Sie heute noch zurückdenken? Es ist vielleicht nicht eine Situation, sondern das sind besonders die Fahrten mit den Jugendlichen zu den großen Kirchentagen. Also in meinen letzten Dienstjahren waren das dann so Gruppen von 80 Jugendlichen, mit denen ich zusammen zum Kirchentag gefahren bin. Und dass Jugendliche da Kirche bunt erlebt haben, vielleicht noch viel bunter, als wir es hier in Schwerin auch leben können als Gemeinden, dass sie davon viel mitgenommen haben, das war für mich sehr beeindruckend. Besonders bewegt hat mich, dass wir alle drei, die wir alle drei Pastoren immer an einem Strang gezogen haben, dass wir waren zwar alle sehr verschieden, aber wir haben also nicht da irgendwie einer gegen den anderen ausgespielt. Und war ja aber einer war Geschäftsführender damals. Und das war so der Hauptverantwortliche von den dreien. Es ging immer jedes Jahr um. Aber da haben wir ein bisschen gezickt, würde ich mal sagen. Da haben wir es so gemacht, dass der Geschäftsführer war, dass der bei der Polizei natürlich im Mittelpunkt stand. Und als der, dann haben wir gesagt, ja, da, der Zweite hat gesagt, ich mache jetzt Urlaubsbefehlung für den anderen. Und dann bin ich jetzt Geschäftsführer 14 Tage lang. Und ich habe bei mir, ich habe damals neben der Paulskirche gewohnt. Und am Gartenzaun hatte ich so einen
Kasten hängen, aber das war so noch nicht so berühmt. Nur das auch alles so dran und da habe ich dann von mir auch ausgeschrieben und habe geschrieben, zur Zeit geschätzt. Das war nur für eine Veranstaltung, wo wir gesagt haben, das neue Forum, das soll auch weiterhin bei uns zusammenkommen dürfen und sowas alles. Ganz spannend war für uns der 2. Oktober 1989. Dort hatte sich das neue Forum angemeldet und wollte sich erstmalig treffen. Und an den Kirchengemeinderat der Paulsgemeinde ging die Frage, ob wir dem neuen Forum einen Raum zur Verfügung stellen könnten. Wir haben gesagt, wir haben im Gemeindehaus in der Beckerstraße einen großen Gemeindesaal. Dort gäbe es eine Möglichkeit, zusammenzukommen. Als ich an dem Tag dann ungefähr eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung ins Gemeindehaus gekommen bin, standen die Leute schon auf der Straße. Und wir wussten nicht, wohin mit den vielen Menschen und sind dann am 2. Oktober 1989 hier in die Paulskirche gezogen. Es waren ungefähr 1000 Menschen in dieser Kirche. Das war so der Auftakt für den Umbruch, der hier in Schwerin gewesen ist. Und das ist auch der Leiter, der Jugendleiter, der das gemacht von der evangelischen Jugendarbeit, der damals dran war, der hat es mitgekriegt, obwohl vielleicht die Hälfte von der Stadtsicherheit drin waren in der Kirche. Der hat es aber hingekriegt, dass sie abends zum Schluss noch einen Abend spät gesprochen haben. Also so, das fand ich also ganz großartig. Und ich erinnere, dass einmal nach einem Jugendgottesdienst auf solch einem Kirchentag Jugendliche aus meiner Gruppe zum Gespräch mit dem Team in der Kirche blieben, die den Gottesdienst verantwortet haben. Und als sie am Abend zurück zur Schule kamen, wo wir übernachtet haben, sagten sie: Oh, Herr Manzai, ich glaube, ich habe jetzt was kapiert vom Glauben. Das war so gut, das Gespräch. Das hat mich so sehr beeindruckt, ja, dass das so war. Aber wir haben sonst einmal in der Woche immer Friedensgebet gehalten. Und das war nachher dann aber schon, weil in unserer Kirche war es zu klein, mussten wir nachher in den Dom gehen, weil so viele dann da waren. Und dass wir da alle unterkamen. Und dann sind wir mit Kerzen durch die Stadt gezogen, um den Pfaffendeich rum. Schwierig war die Veranstaltung, die wir dann am 6. Oktober gehabt haben. Dort haben wir als zweite Veranstaltung für das neue Forum Referenten eingeladen, die zum Teil von Berlin gekommen sind, dort von der Autobahn abgedrängt worden sind. Und dann saßen hier in der Paulskirche in einzelnen Blöcken die SED-Genossen, die Stasi-Leute, und die haben versucht, diese Veranstaltung zu kippen, indem sie mit den Bänken die Sitze hoch und runter gemacht haben, und dadurch entstand ein großer Lärm, die Tonanlage wurde gekappt und wir wussten nicht, wie wir diese Veranstaltung ordentlich zu Ende bringen sollen. Gab es peinliche Situationen oder Missgeschicke während Ihrer Dienstzeit in der Paulsgemeinde? Peinliche Situationen. Ja, das, was einem Pastor nie passieren soll, ist mir passiert. Bei einer Beerdigung zum Beispiel die Namen zu verwechseln. Das war echt peinlich. Und gibt es etwas, das Sie jetzt noch gerne loswerden möchten? Ein besonderes Datum war, als wir den Paulskirchenturm gemacht haben. Der war also sehr kaputt. Und da wurde ein großes Gerüst gebaut, das bis zur Spitze hochging. Und dann kam die Adventszeit und ich habe für die Schweriner oben dort, wo jetzt der Wetterhahn mit der Kugel ist, einen Tannenbaum aufgestellt. Den haben wir beleuchtet und da hatte Schwerin auf der Spitze der Paulskirche einen Tannenbaum. Ich wünsche, dass diese Gemeinde weiterhin offen bleibt und dass sie sich auch immer daran erinnert, wessen Namen sie trägt. Paulus war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass das Christentum aus der kleinen jüdischen Gemeinde heraus in die ganze Welt hinein gepredigt wurde. Er war also immer offen für auch Andersdenkende, sowohl religiös als auch philosophisch. Und dass auch diese Offenheit in dieser Gemeinde immer bleibt, das wünsche ich ihr sehr. Was mich gestört bis heute hin, wenn ich mir die Kirche angucke und da Konzert ist und das Konzert kostet gleich 20 Euro Eintritt oder 15 Euro, habe ich gedacht, nee, so, ich will nicht in meiner eigenen Kirche jetzt so mir eine teure Karte da kaufen. Manchmal haben andere Menschen, die von anderen Gemeinden was war, mir so eine Karte zugeschenkt, das finde ich schon gut besser.
Ich würde auch hinterher, ich würde hinterher die 20 Mark in die Kollekte geben. So ist es nicht, aber ich würde nicht vorher. Das fand ich, finde ich immer mal nicht so gut. Aber sonst finde ich es also gut, dass da Menschen sind bei uns, die die Kirche offen halten. Es sind oft meistens ältere Menschen, die dann da sitzen und es ist offen haben, dass Besucher, die mal in die Kirche reingehen wollen, auch reingehen können. Das ist mir also sehr wichtig. So, damit ist dieses Interview auch zu Ende. Ja. Vielen Dank. Danke. Sag mal, wer oder was gehört eigentlich zur Paulskirche? Wir Konfirmanden. Ein Pastor. Die Toiletten. Schauen wir uns das doch besser mal an. Naja, dazu gehört eine Orgel und Fenster und Steine und Türme und ein Dach und ein Kreuz und eine Bibel und Gott. Und noch so, dazu gehört ein Pult und... Ich muss da ganz nah an einem Patienten. Okay.
Kenn ich die vielleicht? Das ist die Sarafina. Okay, ja, die war immer ganz nett. Okay, ne? Bis nächste Woche, ne? Tschüss. Ciao. Wir sehen uns. Ja, hoffe ich auch. Das freut mich. Schließen Sie bitte die Tür, es sieht ganz schön. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Die Blitzlichtfragen und es soll bitte eine Entscheidung getroffen werden. Also, Horrorfilme oder Liebesschnulzen? Horrorfilme. Am liebsten schaue ich Krimis. Katzen oder Hunde? Hunde. Hunde. Fernsehen gucken oder PC spielen? Wenn, dann Fernsehen gucken. Am liebsten spiele ich Schach. Rumgammeln oder Sport machen? Sport machen. Ich versuche regelmäßig jeden Tag ein bisschen Sport zu machen. Chips oder Schokolade? Chips. Schokolade. Rotkäppchen oder Dornröschen? Dornröschen. Dornröschen. Albert Einstein oder Isaac Newton? Einstein. Albert Einstein. Vielen Dank. Das war unser Film 150 Jahre Paulskirche. Wir hoffen, Ihnen hat der Film gefallen. Wir sehen uns zum 300. Jubiläum wieder. Oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oscar verdächtig, aber sowas von.
Ui, 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 ui. Meister für richtig. Thank you.